Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Man of War 2, wie immer live auf Twitch, mittlerweile in der Kampagne unterwegs. Das Tutorial hat uns vorbereitet auf die Kämpfe, aber definitiv nicht auf solche Schlachten wie hier, denn hier ist ein Panzer neben dem anderen. Guck mal, mit was für einer Macht die hier angreifen, liebe Freunde. Aber wir haben uns gerade eben schon halbwegs gut verteidigen können. Ich hoffe, dass das auch so bleiben wird, alter Falter, die 878 wieder hier losballert. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Gespeichert haben wir. Das heißt, falls was schief gehen sollte, wir können wieder von vorne theoretisch anfangen. Na, mal gucken. Achso, im Game-Modus bin ich ja schon. Ich muss ja hier hin. Hoppla. So, na schauen wir mal. Da sind wieder ein paar verrückte Reiter auch unterwegs. Interessant. So, und dann würde ich sagen, wir machen direkt mal wieder in den Pause-Modus rein. Und wir schauen mal, wo die hier am besten hinfeuern könnten. Denn am besten wäre es natürlich, die würden direkt auf den Panzer feuern. Wie zum Beispiel auf den hier. Ah, hoppla. Und die hier feuern auf den hier. Ist das gut? Oder sollten die lieber, weil die haben nur Minen. Bringt das wirklich viel, wenn die auf Panzer feuern? Ich denke fast eher nicht. Vielleicht sollten die eher so im Streufeuer hier so drumrum. Vielleicht ist das die bessere Alternative. Bevor die da auf den Panzer feuern, lieber im Streufeuer so ein bisschen drumrum. Oh Gott, was machen die? Haben die schon wieder das SMG eingepackt? Den Mörser? Okay, keine Ahnung, was die tun. Mit Rauchminen müssen die nicht schießen. Ich habe keine Ahnung, was die tun. Was machen die denn hier? Ach Gott! Die ziehen den Scheiß schon wieder! Nein! Jetzt schießen die auf die Stellung! Auf ihre eigene! Was machen die? Oh Gott, bring ein Tarnnetz drüber! Schieb ein Tarnnetz drüber! Was machen die schon wieder? Oh Gott! Die soll doch da hinten hinfeuern! Guck dir die mal an! Ich verstehe nicht, warum die manchmal mit dem Ding auf einmal wegspazieren! Angreifen, hier. Bam, let's go. Beziehungsweise eigentlich wäre es besser, die würden das hier angreifen. Greifen die auch was an? Irgendwelche das Gefühl, machen überhaupt nichts. Jetzt geht's los. So, und die hier schießen weiterhin ein bisschen hier so in die Nähe. Na gut, das schaut da schon mal halbwegs in Ordnung aus. Eieieiei, irgendwas ist gerade in die Luft geflogen. Oh oh. Warum sitzen die eigentlich alle hier? Was ist das denn? Artillerieschütze. Aha. Was machen die denn da? Ah, das Geschütz ist weg. Okay. Na, dann sollten sich die vielleicht mal eher zurückziehen, wenn die kein Geschütz mehr haben. Eieieiei, das läuft ja schon mal wieder komplett beschissen. Das läuft ja schon mal wieder komplett beschissen. Guck mal, die da drüben haben auch nichts mehr. Na gut, dann sagen wir mal, die sollen da rüberkommen. Mal gucken, ob die das überleben. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich wieder neu starten müssen. Komm, weißt du was? Wir reden da gar nicht lang drum rum. Wir müssen neu starten. Das hat ja so keinen Sinn. Das hat... Aber warte mal. 1931? Nee, das passt schon. Ich dachte gerade, das ist so ein komisches Beispielbild, aber das ist einfach nur das Missionsbild. Alles klar. Eieieiei, wie haben die das denn geschafft, so schnell wieder zu eliminieren? Unser schönes Geschütz. Habe ich das zu weit? Aber wir müssen das an die Front stellen. Das bringt nichts, wenn das irgendwo hinten rumsteht. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, wenn das irgendwo hinten rumsteht. Wir müssen das an die Front stellen. Das schießt geradeaus, nicht oben drüber. Das ist das Problem. Wir müssen das an die Front stellen. Aber weil der Blöde ja wieder mit seinem scheiß Mörser den durch die Gegend zieht. Aus welchem Grund noch immer. Habe ich ja noch nicht verstanden. Oje, Muckimuck-Schütze, 6. Panzerregiment. Ach du meine Güte. Das ist nicht gut. Okay, das sind die hier. So, wo sind denn die Mörser? Das sind die Mörser.
Die sollen sich bitte mal tarnen. Aha, jetzt haben sie das Tarnnetz abgebaut, oder wie? Oder hatten die schon eins? Wurscht, Sandsäcke brauchen sie nicht mehr. Okay. Und dann bitte mal hier draufballern. Und ihr? Schießt auf den. Und ich hoffe, sie schießen diesmal auch und gehen nicht nur wieder blöd rum. Schaden am Geschütz, das klingt schon mal gut. Wanne zerstört, passt. Passt. Motor zerstört, Kette beschädigt, Hauptwaffe zerstört. Mit dem brauchen wir überhaupt nichts mehr. Der ist weg. Der ist weg. Danke, der ist weg. Dann können wir uns schon auf den nächsten konzentrieren, nämlich auf den hier beispielsweise. Zack. Das ist der nächste. Wanne zerstört, Fahrer gestorben. Wie sieht's aus? Hauptwaffe zerstört. Passt. Ist schon erledigt. Ist schon erledigt. Um den brauchen wir uns gar nicht mehr scheren. Super, super, super. Der hier lebt aber noch. Das heißt, um den hier müssen wir uns definitiv noch kümmern. Und der hier kümmert sich um einen, der hoffentlich weiter drüben steht. Wobei, da ist, glaube ich, gerade gar keiner. Weil die könnten theoretisch einfach irgendwo da nach hinten zielen. Wurscht. Soll halt auch auf den zielen. Angreifen, den hier. Mir soll es recht sein. Der muss noch weg. Der muss noch weg. Kette beschädigt. Okay, Achtung. Die nächsten kommen. Wanne durchbrochen. Wir werden mal einen von denen abziehen. Und auf den hier schießen lassen. So, Wanne zerstört. Passt. Der ist weg. Super. Und ich habe das Gefühl, von uns ist auch gerade schon wieder irgendwas weg. Vielleicht aber nur einer von denen, die da oben rumballern. Also am Geschütz. Die sind ja nicht unbedingt die wichtigsten. So, du schießt auf den. Ihr seht direkt daneben. Viel aushalten sollte er nicht. Kette getroffen. Da ist niemand mehr. Alles klar. Auf den kann man nochmal schießen, aber ich glaube, das macht sowieso der mittlere Mörser. Solange die hier noch stehen, ist alles in Ordnung. Ist da drüben ein Panzer? Warte mal, auf den könnte sich mal jemand konzentrieren. So, der konzentriert sich mal auf den hier. Wobei ich gar nicht weiß, ob da noch wer ist. Ne, da sitzt auch keiner mehr drin. Passt, dann Feuer einstellen. Feuer einstellen. Vorerst mal. Da kommen schon wieder welche, habe ich keine Sorgen. Da drüben beispielsweise. Okay, Fahrer gestorben, Schütze gestorben, alles klar. Passt. So, die sollen sich mal ein neues Ziel suchen. Und hier könnten wir denen ruhig mal sagen, ein bisschen Vorbeschuss in dieses Gebiet hier. Da sind nämlich noch einige. Okay, stopp. Da drüben brechen sie gerade durch. Das heißt, bisschen Vorbeschuss in dieses Gebiet hier. Und der zweite ballert auf den da. Hauptsache, dass einfach irgendwas passiert. So, die Artillerie schießt schon sehr gut. Achtung, da hinten kommt ein Panzer. So, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Da hinten kommt ein Panzer. Achtung, Achtung.
Das heißt, du zielst auf den... Okay, den sehen wir noch nicht. Müssen wir erstmal warten, bis der da ist. Jetzt sehen wir ihn, alles klar. Bams. Und du hier schießt auch auf den. Hier und hier. Ui, Hauptwaffe beschädigt. Scheiße. Das ist nicht gut. Hauptwaffe beschädigt ist nicht gut hier bei unserem Geschütz. Das ist alles andere als gut. Kann der noch? Ich glaube, der kann noch. Ich glaube, der kann noch. So, wie sieht's aus mit unseren Mörsern? Warum haben die noch nicht geschossen? Warum haben die noch nicht geschossen? Zack. Und zack. Ich visiere sie nochmal an. Wo ist der Mörser? Eieieiei. Der muss weg hier. Schieß, 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 schieß. Da drüben kommen auch welche, aber die haben sie schon. Der Panzer muss weg. Der Panzer muss weg. So, Kette getroffen, Geschütz getroffen. Das sieht schon mal gut aus. Ich schaffe es schon wieder durchzubrechen. Das können wir so nicht stehen lassen. Und ich glaube, die brechen durch. Okay. Okay, okay, okay. Du da zielst auf den. Und du da... Ne, warte mal. Du da zielst auf den hier. Dass zumindest die mal weg sind. So, nochmal, nochmal, nochmal. Komm, zweiter Schuss. Ja, toll. Die sind weg. Das ist auch weg. Alles klar. Wir haben leider gerade eins von den Dingern verloren da vorne. Eins von unseren schönen Geschützen. So. Vier Stück. Wie viel haben wir denn noch? Vier Stück haben wir noch. Genau, vier Stück haben wir noch und die zwei haben wir noch. Alles klar, alles klar, alles klar. Wie sieht's hier aus? Haben die noch was? Die haben noch was. Du schießt auf den da. Und du da. Schießt nach da hinten. Der blöde Panzer ist leider immer noch am Leben dort drüben. So, passt. Das hat sich hier erledigt. Sehr gut. Dann können wir ja mal wieder versuchen, unser Glück mit dem Panzer. Und da ziehen wir gleich mal auf den da. Noch einer von der Sorte dahin. Eieieiei. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt überhaupt nichts. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, da kommt überhaupt nichts von den Mörsern. Guck dir das mal, was das da für ein Gemetzel ist. Okay, versuchen wir es anders. Mörser. Hier. Mörser. Hier. Wir müssen mit diesen Panzern fertig werden, Freunde. Wir müssen mit diesen Panzern fertig werden.
Der Mörser hat beim Panzer überhaupt keine. Der bringt da überhaupt nichts. Guck mal. Die brechen durch. Und zwar schon wieder. Die haben es tatsächlich schon wieder geschafft, durchzubrechen. Wow. Die haben es tatsächlich schon wieder geschafft, hier durchzubrechen. Okay, wir müssen das anders angehen. Wir haben zum Glück noch diesen Speicherpunkt. Boah, ich sag's euch, Freunde. Das ist definitiv alles andere als einfach hier. Ach du meine Güte. Das ist alles andere als einfach hier, Freunde. Wir müssen mit diesen Mörsern, wir dürfen nicht auf den Panzer schießen. Das bringt nichts. Das prallt an denen ab, das ist... Ich werde versuchen, mit diesen Mörsern nur auf die Leute zu schießen. Einfach nur auf die Leute. So, machen wir einen Vorbeschuss. Oder gucken wir mal, wo die überhaupt sind. Oder soll man die einfach selber jetzt hinzufügen lassen? Das können wir natürlich auch. Guck mal, war nicht zerstört. Passt. Ah, die bewegen sich schon wieder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum gerade die sich immer bewegen müssen. Macht doch ein Tarnnetz drum, dreht euch in die richtige Richtung und dann schießt einfach. War nicht zerstört, passt. Die können komischerweise nicht einfach so drauf losballern. Die müssen sich einen Posten suchen. Na, weißt du was? Dann schießen wir jetzt einfach auf den hier. Wir schießen mit dem hier immer auf die Fahrzeuge. Damit sich die nicht mehr irgendwie als Deckung irgendwie ausgehen. Denn da können wir nicht sagen, die sollen einfach drauf losballern. Warum auch immer. Verstehe ich nicht, aber geht nicht. So, da drüben kommt wieder ein Panzer, Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Und hier kommt auch einer. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Ich bin ja sehr gespannt. Ich weiß zwar nicht, warum die hier aussteigen. Das wäre sehr interessant, aber... ja, aber die treffen das nicht. Treffen den nicht. Ich glaube, das hat keinen Sinn, mit dem Mörser auf den Panzer zu schießen. Da müssen wir wirklich die Artillerie dran setzen. Den da trifft. Immerhin ist dieser diesmal weg. Das freut mich schon mal. So, schauen wir mal. Das schaut auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Weiß ich, warum da immer wieder Leute aus dem Panzer rauskommen. Wie viele sind denn da?
Geschütz beschädigt. Diesmal schaut es gar nicht so schlecht aus, muss ich zugeben. Bis auf das, dass der Panzer immer noch da ist. Aber die schießen ja schon mit allem, was sie kriegen können. Noch einer, toll. Okay, die haben auch keine Muni mehr, sehe ich gerade. Sind einfach zu stark, das ist unglaublich. Wir schaffen es gut am Anfang, die irgendwie hier durchzudrängen, aber die sind einfach zu stark. Schau mal. Ja, die haben keine Muni. Die schreien schon, die haben keine Muni. Die haben nur Rauchminen. Und das war's. Nur die hier können noch was. Nur die hier können noch was. Ich muss sagen, wir halten uns dennoch ganz gut bis jetzt schon. Aber das wird sich ändern, vermutlich im Laufe der Zeit. War gut, dass der noch da ist. Der muss unbedingt weg. Weg ist er. Sehr gut. Schießen wir auf den mal. Der muss weg. Wir haben noch 13 Kugeln hier. Und der sollte mit einer Mine definitiv weg sein. Und dann müsst ihr halt mal schießen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Eieieiei. Warum schießt denn der nicht? Oh je, meine. Das sieht alles andere als gut aus gerade wieder. So, das hat funktioniert. Na, immerhin. Aber guck mal, wie viele Panzer die hier noch haben. Da ist eine Granate drin. Die sind auch alle weg. Oh je, meine. Eieieiei. Das klappt immer bis kurz vorm Ende. Wo sind denn die eigentlich? Ah, die stehen da hinten noch rum. Wir können ja mal schauen, ob wir mit denen, die noch das noch bemannen können, das Geschütz. Das klappt leider immer bis kurz vorm Ende, aber die sind zu stark dann. Guck mal, sogar die lieben noch. Alter Falter. Die sind zu stark einfach. Wir haben die zwei am Mörser noch. Es wundert mich, dass die noch leben.
mal, die schießen bis jetzt nicht. Gut, und das sind die letzten von unserer Stellung. Mission fehlgeschlagen. Eieieiei. Freunde. Das ist wirklich, wirklich, wirklich arg. KI Stufe 1. 180 erledigt, 189. Und wir müssen sowieso nochmal zurück. Das 5. Pionierbataillon, 191 getötet, 404 verloren. 2 Panzer eliminiert, 9 verloren. Die haben so viel verloren. Und trotzdem leider nicht genug. Okay, Freunde, wir müssen hier nochmal rein. Spiel laden. Hier, bitteschön. Wir müssen hier nochmal rein. Denn das war's noch nicht. Wir müssen die irgendwie klein kriegen. Ich habe keine Ahnung wie. Aber wir müssen die irgendwie klein kriegen. Was kann es da für einen Trick geben? Was sollen wir wählen? Wie sollen wir die Leute positionieren? Unglaublich. Mission fehlgeschlagen, so schnell. Eieieiei. Was wir natürlich immer noch haben, sind die paar Leute, die in den Fahrzeugen sitzen und so weiter und so fort, die wir theoretisch auch irgendwo hin platzieren könnten. Aber... Na, wobei, wir haben gerade mal den MG-Trupp hier noch. Weiß ja nicht, was wir mit dem machen sollen, zum Beispiel. Wir könnten den da reinsetzen, aber ob das viel bringt? Ich denke eher nicht. Probieren wir es mal. Noch ist die Front offen. Wir haben nur 13 Mörser, leider. Eieiei, na gut. Schauen wir mal, was es so bringt. Und schauen wir mal, auf wen die so schießen, wenn ich nicht sage, auf wen sie ziehen sollen. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich sag denen nicht, was sie tun sollen. Die machen einfach. Weil die sollten ja selber drauf kommen. Okay, hier ist die Wanne zerstört beispielsweise. Da brauchen wir nicht mehr schießen. Aber ob sie das auch tun, ist eine andere Frage. So, die hier müssen sie definitiv wieder ein bisschen was aufbauen. Die haben nämlich schon Schaden genommen. Vielleicht war das auch immer wieder der Fehler, dass wir nicht geguckt haben, dass die ihre Stellungen auch immer wieder aufbauen. Vom MG-Trupp sind glücklicherweise auch noch einige hier. Ich weiß nicht, ob die Mörser überhaupt irgendwas machen, muss ich ehrlich gesagt zugeben gerade. Und die können tatsächlich auch nur in diese Richtung schießen. Okay, der ist weg. Manche schießen nämlich überhaupt nicht und ich habe keinen Plan, warum. Guck mal, wie das funktioniert. Bam, bam, bam. Weißt du was? Wir machen das Ganze jetzt mal anders. Wir werden das Ganze jetzt mal so machen, dass ich hier selber entscheide, wer auf was schießt. Vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht sind die einfach zu blöd, sich ein Ziel zu finden. Ich meine, hin und wieder schießen sie auf den richtigen Gegner, das stimmt schon. Aber vielleicht ist der Große einfach zu blöd, sich ein Ziel zu finden. Wir haben gerade gesehen, der hat nichts getan gerade. Nichts, absolut nichts. Munition haben sie natürlich auch nicht unendlich, das ist klar. Aber der hat nichts getan. Und das geht nicht. Der kann nicht die Fahrzeuge vor sich rumfahren lassen, die ballern und ballern und ballern und ballern, schießen uns und unsere KI-Kollegen nieder und der tut einfach nichts. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. So, du da schießt auf... Was hat er denn da? High Explosive. Nee, der soll schon die hier nehmen.
Genau, du schießt auf den. Hier. Und du da? Wo haben die alle die High Explosive? Die sollen die hier nehmen, die Antipanzer. Du schießt auf den hier. Oder auch auf den hier? Ne, du schießt auf den hier. So, der kann auf den hier schießen. Der hier hat erstmal niemanden. Er kann ruhig mit dem da weitermachen. Da sind übrigens noch ein paar Leute von der KI drin. So, und der hier soll einfach mal ein bisschen Vorbeschuss machen. Zuerst soll er sich mal einbauen und dann ein bisschen Vorbeschuss. Ja, weiß ich nicht. Hier? Oder vielleicht auch erstmal gar nicht schießen. Wie geht das denn? Wie kann ich denn sagen, er soll gar nicht schießen? Einfach nur mit abbrechen? Ich glaube, das haut schon hin. So, dann gucken wir mal. Da sollten die Fahrzeuge hier demnächst gleich im Arsch sein. Hoffe ich zumindest. Die Wanne da ist schon zerstört. Sehr gut. So. Oh, und hier ist aber auch schon alles zerstört. Okay, die müssen sich definitiv ihre Stellung wieder neu aufbauen. Und dann schauen, dass sie genau da nach vorziehen. Schaden am Geschütz. Genau. Die hier auf den. Und auch die hier auf den. Oder vielleicht sogar auf den hier. So, Freunde, dort werden wir fertig. Die hier wissen schon, was sie zu tun haben. Hoffe ich zumindest. So, da haben wir noch einen. Das heißt, da hätten wir den hier, der da drauf schießen kann. Und auch den hier, der da drauf schießen kann. Vielleicht aber mit der Munition, denn der hat ja sonst keine mehr. So, und was machen wir mit unseren schönen Mörsern? Die müssen ja auch irgendwas tun. Die können ja mal ein bisschen Streufeuer da drüben hin. Und der hier mit einem gezielten Schuss auf den hier. So, und dann schauen wir mal, wie sich die Front so diesmal entwickelt. Der wäre weg, alles klar. So, dann kann der hier nämlich wieder rüber switchen auf die da. Und auf den mal schießen. Da wäre nämlich die Waffe zerstört, sehr gut. Dann soll er mal auf den hier schießen. Und die schießen auf den da. Und auf den da. Vielleicht ist das das Ziel. Vielleicht schaffen wir es so, die Stück für Stück alle zu eliminieren. Schieß. Auf der anderen Seite sieht es derzeit gut aus. Okay, Achtung, die Panzer kommen. Achtung. Wir müssen sowieso erstmal warten, bis die hier sind. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ne, wir müssen erstmal warten, bis die im Sichtbereich sind. Das ist das Problem. Passt. Den hätten wir schon mal. Du da. Schießt auch auf den, weil da kommt dann nur der eine. Auf der anderen Seite, was macht der mittlere Ding hier? Ja, weiß ich nicht so genau, was der da tun soll. Keine Ahnung, der macht halt mal irgendwas, keine Ahnung. Und du schießt auf diesen Panzer, der ist zwar ein bisschen verdeckt, aber das packt dir schon. Und du genauso. So, und dann schauen wir mal.
Warum feuert da keiner? Warum zum Teufel feuert da keiner? Trauen sich die nicht oder was ist da los? Schieß, 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 schieß. Keine Zeit für irgendwelche Spielereien. So, der lebt leider auch noch. Aber gut, dem haben wir ja schon gesagt, wo er hinschießen soll. Genauso wie dem hier. Und dann soll der einfach mitmachen. So. Und zu guter Letzt sagen wir dem nochmal Flächenbeschuss hier drüben. Ja, diese Kampfpanzer sind, ich weiß nicht. Die können mit denen irgendwie nichts anfangen. Und ich verstehe nicht warum. Ich verstehe nicht warum. Schieß doch auf den da. Hier, der ist doch direkt vor dir. Hier. Da. Das nicht gebacken. Ja, du kannst auf den da dabei ballern. Und hier wird es schon langsam kritisch. Sehr gut. Das hat funktioniert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, der Panzer liegt leider immer noch. Das heißt, ihr zwei, ihr habt leider immer noch nicht frei. Das ist wurscht, da kann man nichts mehr tun damit. Da ist noch einer. Da soll sich der mal drum kümmern. Und der da drüben ist endlich mal weg. Na Gott sei Dank. Endlich, endlich, endlich. So. Mörser. Auch du kannst mal auf den schießen. Und der andere Mörser soll mal auf den schießen. Boah, fuck, das war unsere Stellung. Das war unsere Stellung. Scheiße. Das war unsere Stellung. Fuck. Wir hätten noch den MG-Trupp hier. Können wir den darüber positionieren? Achso, die sind da gar nicht da unten. Ich dachte, die sind da unten. Die müssen unbedingt hierher. Und natürlich dieses Ding dann erstmal, wenn ihr hier seid. Mal reparieren. Befestigen. Boah, die sind alle weg. Da lebt gar keiner mehr. Ah, ich glaube, das ist jetzt wieder der eine Punkt, wo sie durchbrechen. Das ist der eine Punkt jetzt, wo sie durchbrechen. Das ist genau der eine Punkt jetzt, wo sie durchbrechen. Wo sie sich eine Stellung nach der anderen holen, weil die anderen nicht schießen, warum auch immer. Die schießen nicht. Die haben den Befehl, die hier. Die haben den Befehl, auf den da zu schießen. Aber sie tun es nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ist es möglicherweise tatsächlich so, wie Dying Sun hier in den Chat geschrieben hat, dass wenn wir die hier so schützen, die irgendwann nichts tun?
Möglicherweise ja. Oh Gott, die Bomber kommen. Na gut, das hat schon wieder keinen Sinn. Das, ja. Das hat schon wieder keinen Sinn so. Eieieiei. Vielleicht sollten wir denen die Sandsäcke tatsächlich weggeben. Denn ich habe den Chat noch hier vor mir. Da eigentlich Standard geschrieben, die Panzerabwehrgeschütze, es gibt einen Bug, wenn man die Sandsäcke verwendet, dann schießen die nicht mehr. Und genau das passiert. Genau das passiert nämlich. Und das darf nicht passieren. Ich kann nicht denen 10-mal den Befehl geben, auf irgendein Fahrzeug zu schießen, wenn die anderen 5 schon von hinten ankommen. Die müssen von gleich auf jetzt schießen. Vielleicht ist das wirklich ein Fehler mit den Sandsäcken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann denen jetzt unmöglich sagen, die sollen die ganzen Sandsäcke hier wegtun. Scheiße. Du schießt hier. Und dann gucken wir mal. Am Anfang läuft das so gut immer. Aber eben leider Gottes nur am Anfang. Am Anfang läuft das immer super. Gut, der ist weg. Die haben hier schon wieder überhaupt keine Stellung mehr. Was ist denn da los? Na gut, da kommen definitiv jetzt mal ein paar zur Unterstützung. Denn so geht's ja nicht, Freunde. So geht's ja nicht. Die sollen sich mal hier verstecken, das passt schon. Na gut, und da wissen wir ja jetzt, was kommt. So, der ist weg. Super, das hat ja ursuper geklappt. Sehr gut. 0%. Okay, das ist viel zu weit weg, das Ding. Schieß. Der Panzer muss weg. Der Panzer muss weg. Direkt weitermachen mit dem hier.
Ne, komm, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Die brechen irgendwann in der Mitte durch und das ist unser Todesurteil. Wenn die hier durchbrechen. Aber guck mal, es ist genau jetzt wieder der Fall. Die könnten schon längst darauf zielen. Aber sie schießen einfach nicht. Sie warten lieber, bis weiß ich nicht, der was macht. Oder weil das tote Pferd da im Weg liegt, deswegen können sie nicht darauf zielen, oder was? Wegen einem blöden Pferd?